Oh, fein! Stellt es genau hier hin. Der Hamster traut sich nicht herunter. Könnt ihr uns helfen? Die Stelle ist gut zum Aufsetzen. Okay. Und traut er sich? Traut er sich? Yeah! Und er ist nicht einmal zurückgesprungen. Abgefedert, meine ich natürlich. Danke! Endlich wieder unten! Unwahrscheinlich kraxelt er gleich wieder nach oben, weil er so ein Trottel ist. Kriege ich was dafür? Ich könnte weinen. Aber jetzt komme ich euch hier vorbei. Wo bin ich denn hier gelandet? Ein neues Gebiet. Wo bin ich denn hier? Das sieht so... Was? Was magst du denn hier? Hallöchen! Hallöchen! Hammer. Besiegte mich im Kennwurf, dürft ihr vorbei. Ich gebe euch auch mehr Sonnenblumenpunkte, falls ihr gewinnt. Das hängt von der Anzahl der Siege ab. Gibt einen Hamham, der genug Blumen hat, gegen zu kämpfen? Ja, ja, ich mach das. Wo bin ich denn da hingeraten? Was hat... Sorry, ich war gerade von den Klamotten so abgelenkt. Ich hab gewonnen. Erneut spielen. Okay. Was ist das denn? Was muss ich hier machen? Perfekt. Oh yeah. Ich hab verloren. Aber ich bin immer noch cooler als du. Erneut spielen. Okay. Dann muss man ja zweimal gewinnen. Oh, krass. Das wird's echt schnell. Ich hab gewonnen. Und ich bin der Beste. Der Beste von Persil. Und nochmal. Dann geht's jetzt wieder langsam sein, dann wieder schnell. Das gibt's doch nicht. Moment, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Allein schon, weil ich nicht weiß, was gerade abgeht. Das gibt's doch nicht, was geht denn ab? Das ist doch eigentlich... Ja, die steht nicht auf der Liste. Das ist ja kein geladener Gast. Egal. Wir spielen nochmal. Ist ja nicht so, als würde das Let's Play schon viel zu lange gehen. Und die paar Minuten kommt es auch nicht mehr an. So, in your face, bitch. Ich hab verloren. Erneut spielen. Okay. So. Genau, zielen und... Bam! Gott, wie cool. Und natürlich... Tico, oder wie der heißt, zieht sich immer gleich danach wieder aus. Super. Ich hab verloren. Dann nochmal. Was geht denn hier eigentlich ab? Ich hab keinen Plan. Das soll wahrscheinlich schnell gehen. Das gibt's doch nicht. Nochmal. Verdammt, das ist schon langsam schwer. Und nervig. Das war jetzt zu schnell. Moment, den kriege ich noch klein. Da habe ich keine Bedenken. Langsam. Was war das denn? Ich habe einen Pfeil ins Knie gekriegt. Haha. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Egal. Ist ja nicht so schlimm. Verdammt, das gibt's doch nicht.
Dein Timing ist schlecht. Drücke A, wenn die Münze aufkommt. Dann bist du genauso cool wie ich. Obwohl der Hut eigentlich ziemlich scheiße aussieht, wenn man es da oben sieht, das sieht ziemlich kacke aus. Aber naja. Den schaffe ich noch, den schaffe ich noch. Was zum Geier? Ich hab keinen Bock. Nö. Du musst noch viel üben. Lerne und komme wieder. Du bist doof, mit dir spiele ich nicht mehr. Obwohl, wenn es dann noch weitergeht. Da geht's auch nicht hoch bei irgendeiner. Da vielleicht? Nö. Muss ich vielleicht doch hier irgendwo. Das ist jetzt ein neuer Weg, also. Probieren wir es nochmal. So ein unhöflicher Zeitgenosse. Okay, nochmal von vorne. Und verkackt. Also, ist das wieder bei 0 oder bei Resetted? Ja, super. Solche Zahlen motivieren mich mehr. In your face, bitch. Oh yeah. So, dann nochmal, dann gucke ich mal, ob das was bringt oder nicht. Ich bete ja doch. Ich bete drum. Das konnte nichts werden. Du bist so schlecht. Muhahaha. Aber wir machen es nochmal. Weil wir weiter müssen. So. In den Sack geschossen. Super. Ah, ja, ja, ja. Ach nee. Ei. Das würde mich trotzdem etwas, wo das Papi haben müsste. Den suchen wir ja eigentlich. Keine Zeit zum Zocken, wir müssen hier Leute retten. Aber das war doch hier. Hat er nicht hier auf der Dartrauf-Zeitung gelesen? Moment, das kriege ich aus. Kein Ding. Erstmal hier hochhangeln. Dann nach oben. Und wer bist du jetzt auf einmal? Hallöchen. Niemand sitzt auf der Schaukel. Will jemand von euch sie benutzen? Höhenflug. Wer kann das? Das kann doch Nuki. Nun, nehmt euch zurück und genießt das Schauspiel. Gut, Steuerung. Schaukeln und Springen. Das kriege ich hin. Ich glaube, das Spiel ist auch ganz neu. Okay, die Anzeige macht mir gerade etwas Angst. Okay. Okay, wie in der Schule früher. Da schon nicht abspringen, oder? Bam! Bam! Und tot. Du musst ja gar nicht hinspringen. Weitwurf oder Hochspruchwurf? Ja, Hochsprung meine ich natürlich. Ich versuch's mal so weit wie möglich. Das wird schon besser hinhauen, glaube ich. Hoffe ich zumindest mal. Bam! Jawohl, eine Pirouette. Das war sowas von gay. Guckt euch mal die Pose an. Was ist das denn? Sind wir nicht bei Dirty Dancing? Wo bin ich denn jetzt?
Wo bin ich denn jetzt? Moment, ich habe von Bulldozer mal was gelesen. Ach, das wird der sagenumwobene Sandkasten sein. Gut, dann finden wir vielleicht auch den dritten Hamster. Übrigens heißt, ist im Sandkasten da. Gut, vielleicht ist er drin und guckt sich gerade die Radieschen von unten an. Was ist hier denn los, ey? So, dann ziehen wir erstmal hier das Gürkchen. Das Gürkchen, genau. Das Karöttchen raus. So, das bringt mir nichts. Gott, wie umfassend das Spiel ist. Das überrascht mich immer wieder. So, ich bin Karobo. Hallöchen. So, dann krieg ich nochmal ein paar Karotten. Dann kriegen wir vielleicht einen geilen Sticker. So, erstmal gucken. Da ist irgendwas mit Boss. Und wir haben diesen komischen Sticker gekriegt. Na, dann nochmal. Das sieht toll aus. Und nicht nochmal, weil wir sind arm. So, dann würde ich mal sagen, ziehen wir mal ein paar von diesen Kollegen hier raus. Hallöchen. Ich hätte es fast geschafft. Ja, so sieht's auch aus. Gott, wo guckt denn Hamster schon wieder hin? Immer zwischen die Beine gucken. Gut, vielleicht ist das ja ein Mädchen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallöchen. Mach dir mich keine Sorgen. Okay. Moment, da kann ich später wahrscheinlich weiter. Hallöchen. Kein Kommentar. Das kann doch jeder. Was ist das denn? Ach, das sind diese komischen Trophäen, da habe ich auch mal was im Internet gelesen. Okay, was bringt mir das? Sieht nur cool aus, oder? Das sieht verdammt geil aus. Oh, wie süß. Schaukelsprung-Trophäe. Trophäe für tollen Schaukelsprung. Gott, ist das bescheuert. Ja, mal gucken. Ich habe mal im Internet gelesen, da gibt es mehrere solcher Trophäen. Ach, da ist ein Spiel. Will ich nicht. Vielleicht sammle ich sie mal am Ende ein, weil... Das wird wahrscheinlich eh über 100 Parts laufen, so wie es aussieht. Um das eine kommt sie auch nicht mehr an. Was ist denn hier los? Hallöchen. Ihr seid schon wieder zum Spielen gekommen? Schon wieder? Wenn unsere Kinder das wüssten, wie traurig wären sie dann wohl? Ich verstehe die Logik nicht, aber okay. Okay, das sieht nicht gerade aus, jetzt kommen wir hier weiter. Aber ich habe schon einen Flugweg gefunden, der heißt Tunnel im Sandkasten. Wer kann das? Also wenn das jetzt kein Mädchen kann, dann... Wenn das nur Mädchen können, dann... Gott sei Dank. Beziehungsweise Boss sei Dank. Kinderspiel, überlass das nur mir. Wie geht das? Schlange erschrecken, cool. Okay. Ich muss mir echt mal gucken, wo die Mädchen sind. Das ist ja so krass. Okay, das erinnert mich gerade ziemlich an Yoshi's Island. Da kann man ja auch mit Yoshi immer so Tunnel graben. Das erinnert mich gerade übelst dran. Kann ich auch nach oben? Was habe ich gemacht? Hast du jetzt meine Freunde gefressen? Ich glaube, das wurde zensiert, oder? Also da gab es kein Blut. Moment. Was habe ich denn gemacht? Jetzt wird es auf einmal sehr brutal. Erstmal schnell graben hier. Graben, 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 graben. Und erschrecken. Ist das geil. Plopp. Und weiter. Und... Ach, jetzt komm nochmal, das sieht so witzig aus. Mit der Schaufel aufs Auge gehauen. Und geschafft.
Gott, ist das bescheuert. So, den Sticker haben wir gerade schon gekriegt davor. Ist aber nicht so schlimm, was ist das denn schon wieder? So. Irgendwas sagt mir, das sind Kinder 3 und 4, die ein Eis wollen. Der eine ist im Sandkasten und der vierte in einem Baum in Nähe des Käfer-Minispiels, naja. Da ist Papi Ham, jetzt klärt sich... Was? Gott, da ist so viel möglich. Langsam glaube ich echt, das ist umfassender als Skyrim, das Spiel. So, erstmal die Kinder anquasseln, bevor Onkel Pedobär kommt. Ich nehme all den Sand als Souvenir mit. Du bist doof. Hallöchen. Nimm so viel Sand, wie du willst. Ihr seid so nutzlos und wer bist denn du? Bist du ein Freund von unserem Boss mit einem Bulldozer? Hallöchen. Ich kann nicht mehr. Diese Arbeit. Diese Arbeit. Das werde ich mich erquicken, sehe ich jemanden tanzen. What? Ich dachte jetzt gerade, das kann doch nur Dingensen. Also, dachte, das kann nur Mädchen. Egal. Aber naja, warum nicht? Es gibt ja auch Männer, die tanzen. Schön. Sehr schön. Ah, das war geil. Ich fühle mich schon viel besser. Richtig erleichternd. Oh mein Gott, das ist schlimmer als ein Onkel Pedo. Herr mit den Nagel. So, was bringt mir jetzt das? Fährst du jetzt weg? Also gut. Frisch ans Werk. Ja klar. Sitze ich bloß nicht ins Führerhäuschen rein. So, was ist mit dir los? Es ist so heiß. Hätte ich nur irgendwas Kühles, Kaltes. Ach, das bist du, Mr. Three. Der dritte ist im Sandkasten. Gut. Dann kriegst du mal das Kohleis, warum du auch immer das magst. Aber du siehst sowieso etwas eigenartig aus. Ah, toll. Das ist echt cool. Das nehme ich auf alle Fälle. Gut, dann markiere ich mir wenigstens das, dass wir den dritten schon haben. Da müssen wir den anderen halt sowieso hinterher klappern, dann haben wir sowieso ein paar, wo wir später noch hin müssen. Die Reste machen wir dann später. Da geht's nicht weiter. Jetzt gucke ich nochmal schnell, wo es dann links geht. Was machst du denn da? Okay, ich wollte es gerade einfacher machen. Aber okay. Genau, bloß nicht überfahren lassen. Okay. Warum nicht? Wer bist du denn? Gott, die sind auch kleiner als die Kinder. Oh mein Gott, ist das süß. Das ist gesperrt. So, wer bist du denn? Okay, erstmal runterschmeißen. Sicherheit geht vor. So, wer bist denn du, Mann? Ja, du bist ein Plüschi. Es ist Navi. Oh mein Gott. Hi? Haben wir dich gefunden? Jetzt aber schnell zurück zu Mama haben. Ach, das sind diese... Oh Gott, ist das süß. Ach, okay. Gut, da steht's ja eh. Genau, da steht's ja. Das zweite Kind ist ebenfalls im Sandkasten. Zuerst macht man den Hamster beim Bulldozer durch Tico eine Freude. Er räumt dann den Felsen zur Seite. Mucknus kann nun das Hamsterkind von einem Spielzeugauto herunterholen. Okay, Spielzeugauto könnte von der Größe her stimmen. Obwohl hier die größten Vergleiche im Spiel sehr, sehr eigenartig sind.
Gut, haben wir das zweite Kind. Warum auch immer, aber wir haben es. Und das ist cool. So, dann... in der Nähe von Papa müssen wir das erste Kind. Ja, das ist auch cool. Dann haben wir schon erlinst. Aber erstmal müssen wir mal gucken, was da unten im abgesperrten Bereich los ist. Da graben wir jetzt auch mal schön fett rein. Mit Boss. Den alten Digger. So, Digger.